Partner achte ich im Bewerbungsgespräch vor allem darauf, ob ich mir vorstellen kann, dass die Bewerberin oder der Bewerber ein rechtlich komplexes Problem lebensnah so lösen kann, dass sie dann auch den Mandanten überzeugen wird. Da geht es um viele Faktoren, deswegen versuchen wir in mindestens 2 strukturierten Interviews, für die wir uns viel Zeit geben und die wir vorbereiten, herauszufinden, ob es passen könnte oder ob es nicht passen wird. Meine Bewerbungsgespräche verliefen super entspannt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, direkt zum Team zu gehören, ohne eine Zusage erhalten zu haben oder andere Antworten auf meine Bewerbung hin. Und im Anschluss der Bewerbungsgespräche bot mir Watson Farley & Williams die Möglichkeit an, die anderen Kollegen und zukünftigen Kollegen bei einem Lunch kennenzulernen und meine privaten und persönlicheren Fragen zu stellen, die man sich vielleicht im Bewerbungsgespräch selbst nicht getraut hätte. Beispielsweise, wie es mit der Work-Life-Balance ist. Das ist ein Thema, was man sich vielleicht im Gespräch selber nicht traut. Aber mit Associates und neuen Kollegen und vielleicht auch zukünftigen Kollegen spricht es sich bei einem Lunch und bei einem Glas Wein ja viel leichter. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man bei dem Bewerbungsgespräch bei Watson Farley Williams darauf achtet, dass man natürlich rüberkommt und seine Persönlichkeit nicht versteckt. Denn natürlich war ich am Anfang sehr nervös, dass ich das Gespräch direkt mit beiden Partnern führen sollte. Aber ich habe nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass auch der Mensch bei Watson Farley & Williams im Vordergrund steht und sich die beiden Partner Zeit genommen haben und meinen Lebenslauf studiert haben und wir zusammen interaktiv herausfinden konnten, ob es für beide Seiten passt. Ich habe mich damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Watson Farley & Williams beworben, weil ich nach dem 2. Staatsexamen noch promovieren wollte und das tue ich jetzt zurzeit auch noch. Mir ist positiv beim Bewerbungsgespräch aufgefallen, dass es viel weniger steif war als bei anderen Kanzleien und es ging auch viel schneller. Ich hatte innerhalb von 2 Wochen Rückmeldungen, anders als bei anderen Kanzleien. Es besteht die Möglichkeit, uns bereits im Vorfeld einer Bewerbung auf Messen und Karriere-Events kennenzulernen. Wir veranstalten verschiedene Formate, unter anderem Pizza-Lectures oder Karriere-Nights mit ELSA, der European Law Students Association. Dies bietet den Vorteil, dass man schon im Vorfeld einer Bewerbung mit den Anwälten in persönlichen Kontakt treten kann und sich einen Eindruck von der Kanzlei und den Menschen dahinter zu verschaffen. Bei Watson Farley haben alle Partner zusammen sich überlegt, dass Teamfähigkeit eigentlich mit das Wichtigste ist, was wir als Soft Skill brauchen. Es gibt wahnsinnig gute Juristen, die damit aber große Probleme haben und da ist es dann häufig zweifelhaft, ob das bei uns funktionieren wird, weil wir alle unsere Aufgaben eigentlich im Team, die Teams sind manchmal klein, die Teams können größer sein, aber ganz alleine machen wir nicht so viel. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann, dass man kritikfähig ist, dass man gut kommunizieren kann. Und deswegen ist das eine absolute Schlüsselqualifikation, die Teamfähigkeit bei uns. Wenn man mich nach den Examensnoten fragt, dann sage ich natürlich immer, dass das wichtig ist, weil das Staatsexamen ist im ersten und im zweiten Abschnitt unserer juristischen Ausbildung eben die wichtige Endmarke, die man passieren muss. Und wir gucken das uns auch genau an, aber es gibt da keine absoluten Barrieren, die wir da aufbauen, sondern wir gucken uns jede Bewerbung, die hier eingeht, intensiv an und schauen, ob es passen könnte. Stationszeugnisse aus anderen Kanzleien schaue ich mir immer ziemlich intensiv an und dabei interessiert mich nicht gar nicht mal unbedingt immer so die Bewertung, sondern auch, was diejenige Bewerberin oder der Bewerber da in der anderen Kanzlei gemacht haben. Denn da kann ich schon sehen, geht das in eine Richtung, die auch für uns interessant ist? Ist das anzunehmen, dass die Bewerberin oder der Bewerber schon Vorkenntnisse haben in dem Bereich und dass mit der Arbeitsweise, wie wir auch arbeiten, vielleicht schon Erfahrungen bestehen? Ich glaube, dass mir meine Auswahl der Station im Referendariat auch bei der Bewerbung geholfen hat. Ich habe beide Stationen, also sowohl die Anwalts- als auch die Wahlstation, bei großen internationalen Sozietäten absolviert, in Hamburg und in Barcelona. Und ich glaube, dass das auch den Eindruck vermittelt hat im Bewerbungsgespräch, dass ich weiß, wie die Abläufe in Großkanzleien sind, wie der Alltag ungefähr aussieht und dass ich auch darauf Lust habe. Die Promotion oder ein LLM sind immer wünschenswert. Aber bei uns gibt es auch viele Kollegen, die sehr kenntnisreich und erfolgreich arbeiten und nichts dergleichen haben.
Es ist aus meiner Sicht, ich habe selber beides gemacht, nicht unbedingt Voraussetzung dafür, ein guter Anwalt zu sein, dass man promoviert hat und auch nicht unbedingt, dass man LLM im Ausland absolviert hat. Aber ich bin mir auch sicher, dass beides durchaus helfen kann. Gerade bei der Promotion sehen wir auch, ob jemand dann sich intensiv mit einem wissenschaftlichen Thema schon auseinandergesetzt hat und bestimmte wissenschaftliche Kriterien, Anforderungen an seine Arbeit erfüllen konnte. Aber es ist kein No-Go, wenn man das nicht hat. Durch meinen LLM in Kapstadt habe ich gezeigt, dass ich nicht nur viel Spaß hatte in diesem ganzen Jahr, sondern auch meine Englischkenntnisse weiter ausbauen konnte und vertiefen konnte. Ich habe zeigen können, auch im Bewerbungsgespräch, dass ich Englisch verstehe und bereit und auch Lust dazu habe, mit meinen Kollegen in New York, London oder Bangkok auf Englisch zu kommunizieren und damit keine Probleme habe. Die wissenschaftliche Mitarbeit war für mich auch der Einstieg hier als Anwältin. Denn mir wurde dann später von Watson Farley angeboten, promotionsbegleitend weiter, also beziehungsweise als Anwältin einzusteigen und hier auch Teilzeit-Associate zu sein. Ich glaube, dass die beste Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen und sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen von den Menschen, die hier arbeiten, aber auch vielleicht von den Räumlichkeiten, eine Teilnahme an einer unserer zahlreichen Career Nights ist. Diese bestehen in der Regel aus einem fachlichen Vortrag, den ein Partner hält. Und im Anschluss gibt es immer ein kleines Get-Together, wo man bei einem kleinen Getränk sich austauschen kann, sich näher kennenlernen kann und man direkt von vornherein vielleicht sehen kann, ob die Chemie stimmt und man auch die Associates auf einem sehr persönlichen Level auf Augenhöhe mal fragen kann, wie eigentlich der Alltag hier abläuft, ohne auf die einschlägigen Portale gucken zu müssen.